Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf der Kommentatorentribüne Platz genommen. Wir sind bereit und ich bin sicher, Sie daheim sind es auch. Midtjylland gegen FC Barcelona. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Wir wissen alle, was Lionel Messi drauf hat, Buschi. Kurz deine Einschätzung, was erwartest du? Er ist eindeutig in Form, das zeigen schon die drei Treffer, die er in den letzten drei Partien erzielt hat. Mehr als ein Verein, das ist das Motto des FC Barcelona. Und dieses Motto spürst du wirklich überall. Ja, denk mir zum Beispiel an das enorme soziale Engagement des Clubs. Das ist ein besonderer Verein. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Kommen wir zur heutigen Aufstellung des FC Barcelona. Marc-André Ter Stegen im Tor. Samuel Umtiti spielt neben Gerard Piqué in der Abwehr. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Jetzt könnte es gefährlich werden. Scholz. Abgefangen von Busquets. Messi. De Jong. Vielleicht die Führung jetzt. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Ich bin gespannt auf ein paar Worte von dir zu dieser Partie, Buschi. Also für mich ist es eigentlich völlig klar. Das Ding muss Barca machen. Also die sind hier schon klarer Favorit. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Frenkie de Jong. Das ist Busquets. Jetzt Piqué. Pjanic. Dembélé. Jetzt Piqué. Frenkie de Jong. Pjanic. Jetzt Piqué. Busquets. Umtiti. Und Busquets. Pjanic. Umtiti. Und Pjanic. Und Gerard Piqué. Am Ball Dembélé. Pjanic.
Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Das könnte was werden jetzt. Der Ballverlust. Busquets jetzt. Piqué ist das. Jetzt Busquets. Ja, könnte was werden. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust Barcelona. Sie lassen den Ball gut laufen. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Sergio Busquets. Busquets, was für ein Pass. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Und Jordi Alba zurück auf Messi. Jetzt Jordi Alba. Umtiti am Ball. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ballgewinn, gefährliche Position. Frenkie de Jong. Defensiv machen sie es gut. Vom Barca hätten wir uns, denke ich, alle ein bisschen mehr erwartet. Bis hierhin ist das doch... Ball jetzt bei Griezmann. Sergio Busquets. Pjanic. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Er spielt den Pass zurück. Klasse Zuspiel. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller, das war richtig gefährlich. Geht mit Einwurf weiter. Umtiti. Er überzeugt heute als Passgeber. Frenkie de Jong. Ball jetzt bei Busquets. Griezmann am Ball. De Jong. Ball erneut bei Griezmann. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Busquets. Griezmann. Klasse Chance jetzt. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen.
Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Messi heute ungewohnt schwach, kommt ganz selten vor beim Argentinier. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel, so kann er kein positiver Faktor sein. Spielabschnitt 2. Barcelona hat einiges zu tun. Bislang sieht man sich hier einem Rückstand gegenüber. Und Gerard Piqué. Und Pjanic. Am Ball Dembélé. Dembélé. Busquets jetzt. Ball jetzt bei Busquets. Frenkie de Jong. Ball jetzt bei Griezmann. Nun Griezmann. Busquets. Lionel Messi. Das ist Busquets. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Und Messi. Ball wieder zurück. Was macht er draus? Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Da sehen wir es. Gutes Spiel bislang von ihm. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Messi bringt die Ecke rein. Ausgleich durch den FC Barcelona. Sie kommen wieder zurück in diese Partie. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Ja, das ist keine Anstrengung. Hier nochmal dieser Treffer. Alles wieder offen hier. 2:2. Erik Swiatchenko. Scholz. Den Ball spielt er raus. So, der Pass kommt nicht an. Piqué ist da. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und nun Busquets. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Klasse Pass. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Ja, klasse Pass von Pjanic. Griezmann, Riesenchance. Ist es das? Frenkie de Jong. Sergio Busquets am Ball. Wieder zu Sergio Busquets. Frenkie de Jong. Tor. Und jetzt liegen sie hier vorne. Was für eine Aufholjagd. Ist es wirklich zu fassen?
Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Das musste so kommen. Barca macht die Führung. Dembélé. Viel mit Auge. Trifft er, ja, drin, Tor. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Ja, abgefangen hier von Griezmann. Er spielt den Pass auf den Flügel. Macht er gut. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Fast Ecke, aber der Ball geht wohl zum Einwurf raus. Ja. Jetzt geht er runter, eine überragende Leistung heute von ihm. Chance zur Flanke jetzt. Und jetzt Busquets. Ball geht direkt wieder zurück. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ball jetzt bei Griezmann. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Sie wollen verkürzen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Was macht er draus? Vielleicht der Anschlusstreffer. Oh, jetzt werden sie wechseln. Ja, das hätte was werden können. John Kools. Und direkt zurückgespielt. Ist das der Anschlusstreffer? Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt ihnen dieses Tor noch mal einen Schub.
Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Dieses Spiel ist ein Highlight für die Zuschauer und die Offensivreihen beider Teams. Sie treffen ja, wie sie wollen. Jetzt Busquets. Pjanic. Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird es hier nochmal lauter. Die Fans merken, da kann noch was gehen. Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Die Fans treiben sie nochmal nach vorne. Ball läuft gut, sehen wir hier auch. Und das ist ja immer wieder der Fall heute. Ja, machen sie klasse, ist ganz sicher eine ihrer großen Stärken. Und Busquets. Da ist De Jong. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Sie gewinnen dieses Spiel knapp. Und wir sehen, die Nerven passen. Wie hast du die Leistung von Ousmane Dembélé gesehen heute? Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein.